Ja, hallo, liebe, ja, Freunde des Spielens. Hier ist der Johnny Doe mit Skyforge. Ich habe jetzt so ein paar Änderungen hier vorgenommen, damit man ja das Spielen auf Dauer verfolgen kann. Heißt, ich habe das Mikrofon jetzt auf Dauer eingestellt. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Hintergrundgeräusche. So, das können wir nehmen. Uah. Zwei Credits habe ich dafür gekriegt. Okay. Wir laufen nochmal in die Richtung. So, verlassene Ruine. Ich bin bestimmt wieder voll in die falsche Richtung gelatscht. Oh, und jetzt? Wir haben Besuch, tötet ihn. Oh oh. Oh, ich mach mich gut. Warum man den Dialog jetzt da drin hat, weiß ich aber nicht. Ich fühle mich sehr umzingelt, glaube ich. Oh! Ach nö, nicht schon wieder sterben. Au! Das ist doch mal ein fetter Effekt. Das ist geil, oder? Lebt aber noch. Okay. Weiß nicht, ob das so gut ist, den anzugreifen. Wow. Okay. Nicht schlecht. So, gut. Ach ne, da kommen ja schon wieder die nächsten. Die Ruckler, die stört mich doch ein wenig echt extrem. Was denn jetzt? Au! Was geht denn jetzt hier? Och nö, nicht schon wieder welche. Das habe ich ja echt gar keine Lust zu. Boah. Macht mich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, oder? Wir sehen uns. Ja, den habe ich besiegt. Mondsignal. Klicke auf F, um eine Belohnung zu erhalten. Okay, klicke auch mal auf F. Quest abgeschlossen. Mondsignal, du bist in die Tiefen fallen gestürzt. Gestorben und danach wiedergeboren worden. Neue Kräfte haben dir geholfen, den Feind zu erledigen. Leider hat deine Kampfgefährten und die Bewohner von Lano ein tragisches Schicksal ereilt. Klicke auf F, um deine Belohnung zu erhalten. Hab ich doch schon. Ah! Oh, eben einen Schluck trinken. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut jetzt. Poor thing. You've had your share of trials. But remember, the darkest hour is just before dawn. Achso, das war jetzt die Geschichte davon. New life is a rare privilege. Immortality, it is something we don't yet fully understand. Ich kann das Mikro auch noch so stumm stellen. But remember, immortality alone does not make you a god. You will have to learn how to use your new powers. I know just the person who can help. Es gibt jemanden, der mir helfen kann. You should talk to Flavius. He's no ordinary god. His vocation is science, but don't let that discourage you. He's a miracle worker in his way. He's waiting for you. Now go. So, und die anderen auch. Was begibt dich ins Forschungszentrum? Ich muss, ganz ehrlich, mit solchen
Ah, da. In solche Maps komme ich noch nicht so ganz klar. Ein Neuling, hallo, wie fühlst du dich unsterblich? Oh, my manners. I'm Flavius. I'm trying to advance science here while others are waving their swords. Of course I'm serious. Aside from me, no one's even trying to understand how things work in this world. Oh, right. This is my holographic form. No time to flit about. And there's so many immortals nowadays. Just so much to do. Right, back to business. Well, what are we waiting for? That transport capsule? You're getting in. I'll join you in the training hall. Trainingshalle? Trainingskapsel ist okay, mit Öl kann man jetzt hier nicht viel machen. The hall is completely virtual. I've been doing all of our training here ever since my lab was nearly destroyed. First you'll need to pick a class. I'll show you how. Pick an available class and you'll learn its basic abilities. How about that? Ah, jetzt kommt das mit dem. Aha. Of course. You can always change your class at any time. Okay, jetzt kommt das mit der Klasse. Okay, hier mal Klasse zu wechseln, drücke ich Taste I. Okay, Taste I. So. Was möchten wir denn werden? Ein Paladin. Abfolge ist dann. Okay. Gut, Talente muss man sich dann wohl frei spielen. So, ich habe jetzt gar nichts. Angriff, Verteidigung, Supporter. Ich bin eher, glaube ich, einer, der jetzt hier gerne angreift. Oder? Ah, ich glaube, ich bin eher für die Verteidigung. So, jetzt. Ja, Klasse wechseln. Okay. Next on the agenda is changing your appearance. Don't be shy, try it. Plenty of interesting options. Okay. Aussehen. Ah, jetzt kommt das erst mit dem Aussehen. Was möchte ich denn sein? Möchte ich lieber ein Kerl sein? Verändert jetzt. Okay. Oh, ich glaube, als Frau mache ich mich eigentlich recht gut, oder? Ich glaube, ich nehme die weibliche Variante. Die sieht irgendwie besser aus als er hier. Okay. Oh, der wird ja aber ein bisschen dick. Hopsa. Ja, wir lassen sie, glaube ich, mal Körpermerkmale. Schädelgröße ist okay. Hüfte. Achso, genau. Hüfte könnte auch schmaler sein. Größe des Hinterns kann man auch einstellen. Ja, das ist aber geil. Also doch, er geht weg. Ich lasse ihn mal auf 50%. Stand ja gerade, ne? Höhe des Hinterns, das kann man auch. Hände, die Brust. Nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? 35%. Ich einfach nur mal just for fun. Ja, mein Gott. Wo waren wir bei? 35% waren wir, ne? So. Gut, das Gesicht. Guck mich doch mal an, ey. Ah, ich glaube, ich bin eher so. Ja. Das ist schon eher meins. Hm. Ah. Hm.
verlassen, die Haarfarbe. Rot habe ich, das hat eigentlich was Rebellisches, finde ich so ein bisschen an sich. Gesichtsform. Was? Nein, wollen wir nicht. Wir lassen es einfach so. Hautfarbe ist eigentlich, glaube ich, okay. Oder? Kann man der auch ein Piercing verpassen? Augenform. Ist okay. Ja, das ist doch. Das ist das doch. Ah. Ne, so, das blaue fällt mir. Oh, doch, grün nehmen wir. Nasenform, Kieferform, Make-up. Ich bin da jetzt. Was soll ich denn jetzt noch alles machen? Waffen anzeigen, Kleidung anzeigen. Kleidung anzeigen. Ach, ich finde, das ist eigentlich. Ich finde, jetzt habe ich eigentlich. Denke doch. Doch. Einen hübschen Account hingekriegt. Was ist das jetzt hier? Farbe? Achso. Kleidung? Okay. Oh, das hat aber was. Okay. Gucken die Titis ein bisschen halb raus. Kann hier so ein bisschen rumschwingen hier. Ne, ich bin da eher, glaube ich, für sowas. Okay. Ne, mir gefällt echt sowas eher besser. Ohrringe. Also man kann hier echt einiges machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir recht gut. Aber ich bin eher so für das. Habt ihr jetzt da auch ein Ohrring? Ja, Kopfbedeckung. So, Kopfbedeckung. Ach du. Ach Quatsch. Also, das ist ein bisschen. Ja, richtig, Helm. Nee, Masken und Brillen. Ja, genau. Das passt überhaupt nicht. Das hat doch was. Mundschutz. Die passt doch überhaupt nicht. Jetzt passt sie mal. Die Maske? Die hat hier gerade schon auch. Die passt doch nicht. Ist jetzt ein kleiner Fehler, oder was? Naja, okay. Egal. Nee. Keiner. Tattoos. Yeah. Tattoos. Tattoos ist cool. Tattoos ist ganz meins. So. Im Gesicht. Okay. Okay, von Gesichtstattoos halte ich jetzt nicht ganz so viel. Ach so, das geht, oder? Oder das hier lieber? Ach so, die hat dann auf meinen Seiten noch, ne? Und dann lieber so, komm. Das ist in Ordnung. So geht das. Wenn leicht. Okay. Will ein Vor- und Nachnamen für deinen Charakter aus. Die nennen wir einfach Faye und die Doe. Kann ich auch ein bisschen. Ich finde die Haltung normal ist gut. Ich glaube, so ist okay. So erschaffen. Practice for a little while on these tin cans. You can leave once your training is complete. And don't worry one bit, it's working. Okay.
almost forgot. You can change your appearance at any time. Just talk to Quinta, our stylist. Well, that's about it. If you need me, you always know where to find me. Oh, and Harita said she'll be waiting for you in the Divine Observatory. Okay. So, dann geht also jetzt das Training los, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Schwache Figuren halten gerne zusammen. Am besten bekämpft man sie mit Fähigkeiten flächendeckend Schaden an. Okay. Oh, wunderbar. Was ist das denn jetzt hier? Achso. Okay, schön, schön. Was machen wir jetzt? Tougher enemies usually keep away from the others. I suggest using your most powerful skills against them. Normalerweise abseits der andere. Ich empfehle dir allerdings deine stärksten Fähigkeiten. Was? So blöd. Was haben wir jetzt gemacht? Was ist denn mit der Taste E jetzt? Ah, so, okay. Okay. Manchmal ist es okay, heißt jetzt für mich. Die Selektion Jäger und die beschworenen Anfälle beobachten in Trainingsfalle. Führe einen geladenen Angriff auf, indem du die längere Zeit drückst. Okay, und jetzt? Ey! So richtig verstanden habe, weiß ich aber nicht. Was? Wenn du mehrere Feinde vor dir hast, ist es am besten nacheinander zu erledigen. Weiß? Mein Gott! Boah! Achso, Trainingshalle verlassen. Das muss einem Anmeldung durch den Server deaktivieren. Was? Ja, da fliegt man direkt raus. Das ist wunderbar. Und das Spiel ist noch Beta, von daher verzeihen wir dem Spiel das einfach mal.
Ja, hier sieht man einiges, was ich so auf meinem Bildschirm habe. So, drücke, um fortzufahren auf Space. So, wunderbar. Hoffe ich jetzt natürlich nicht, dass wir von vorne anfangen müssen. Ich glaube aber nicht. Eigentlich wollte ich gerade noch die Folge jetzt gerade beendet haben. Ah, wunderbar. Aber gut, okay. Das ist jetzt ein Spieler oder können die einfach mit zu mir? Okay. So, schauen wir mal, wo ist sie denn? Ach so, ja, wann fliegt er jetzt hin? Drücke die Taste F, um ein Ziel fixiert, ein Ziel, was Ziel fixiert zu bleiben. Die Taste noch einmal. Ja, das ist natürlich ein guter Hinweis. Und ja. Hier werden wir jetzt erstmal die Folge beenden. Ja, mein Name war Johnny Doe. Oder ist Johnny Doe? Ich bin jetzt hier raus und ja, ich hoffe, wir sehen uns später nochmal. Wir testen hier einfach mal weiter das Game an.